Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing der Tribit Stormbox Pro. Das ist ein portabler Bluetooth-Lautsprecher von der Marke Tribit. Die kannte ich tatsächlich noch gar nicht wirklich, aber ich bin durch meine Kollegen darauf aufmerksam geworden. Die ging aktuell immer so ein bisschen auf YouTube hin und her und dann habe ich gedacht, ach komm, es ist Sommer, es ist bald wieder, hoffentlich rausgehen, hoffentlich auf eine Wiese gehen, hoffentlich grillen und so weiter. Denn solche Lautsprecher, gerade wenn sie IP67 wasserfest sind, werden sie dann doch im Sommer mal wieder gebraucht. Und dann habe ich die Firma Tribit angeschrieben. Sie haben gesagt, hey, gerne schicken wir dir eine Stormbox Pro zu. Aber das beeinflusst natürlich nicht meinen Test. Fangen wir mal an, die technischen Daten auszulesen. Wir haben einmal natürlich IP67 wasserfest, Bluetooth 5.0, hat einen Stereo-Modus. Natürlich schreiben sie auch Superior Sound, also sehr guten Sound drauf. Das wird sich dann aber im Test klären. Und sie versprechen eine lange Akkulaufzeit und werben mit dem Qualcomm aptX-Standard, der ja bei vielen Smartphones unterstützt wird. Auf der Rückseite haben wir nochmal den Namen, FCC und so weiter, Modellnummer, auf der Seite nur Tribit und dann vorne haben wir dann das Design, was ich ganz cool finde, wenn man das dann so mitnehmen kann. Das ist ja der Nachteil bei vielen Bluetooth-Lautsprechern, sie sind einfach schwer, sage ich mal, so mitzunehmen. Hier hat man so einen Hängegriff. Dann machen wir die Box mal oben auf. Hier haben wir dann direkt das User Manual, Tribit Stormbox Pro. Garantiekarte, Anleitung und so weiter. Eine Danke-sehr-Karte mit Garantie. 18 Monate kann das replaced werden. 30 Tage gibt es Geld zurück und Support gibt es Lifetime. Das ist doch schön. Hier haben wir dann nochmal Plastik und ein USB-C-Kabel. Die Box wird per USB-C geladen. Hier haben wir dann ein beigeliefertes Kabel. Natürlich kein Ladegerät, das ist bei den meisten aber auch so. Das Kabel ist dann so circa, ja gut, ist schwer jetzt zu zeigen, circa 20-30 cm. Ja, finde ich okay. Kann man machen, ist nicht zu klein, sage ich mal so. Und hier haben wir dann die Box an sich. Mehr ist dann aber auch nicht drin. Die Box ist dann hier nochmal in Plastik eingepackt. Natürlich jetzt nicht so umweltfreundlich. Hier haben wir dann die Stormbox Pro. Wir haben hier einmal einen Funktionsknopf, lauter und leiser natürlich. Einmal den Bluetooth-Knopf und einmal einen X-Bass-Modus. Der X-Bass-Modus verspricht, dass man dadurch nochmal einen Bass-Boost hat, dass die tieferen Bereiche der Musik dann einfach noch lauter werden. Das wird gerade dann interessant zu testen sein. Hier haben wir dann den Hängegriff. Die Box hat aber auch scheinbar 10.000 mAh Akkulaufzeit. Das Ganze soll dann für 24 Stunden Wiedergabezeit, was dann schon eine ganze Menge ist, reichen. Also, sag ich mal so, eine Woche kommt man damit durch, wenn man jetzt nicht viel hört. Geladen wird die Box dann per USB-C in 7 Stunden. Bluetooth 5.0 verbaut. Nochmal zur Wasserfestigkeit, da habe ich noch nicht gesagt, IP67, was ist das überhaupt? Damit kann die Box 1 Meter unter der Wasseroberfläche für 30 Minuten lang sein. Wie immer, IP heißt jetzt nicht, dass ihr die Box unbedingt ins Wasser schmeißen sollt. Das ist immer nur ein maximaler Wert. Da kann natürlich niemand für irgendwas garantieren, deswegen, das ist nur zur Sicherheit. Ich würde euch nicht raten, damit jetzt im Pool schwimmen zu gehen. Das würde ich jetzt nicht machen, aber wenn da halt Wasser raufkommt, ist es jetzt nicht so schlimm, einfach weil sie IP-zertifiziert ist. Dann würde ich sagen, dann schalten wir die Box mal an. So. So. Da gibt es schon mal einen netten Start-up-Sound. Dann gehe ich mal, eine App gibt es übrigens leider nicht, aber es kann auf der Box an sich ein bisschen was verändert werden. Verbunden wird einfach per Bluetooth, zack, und er sagt jetzt auch schon hier aptX. aptX ist einfach ein Standard von Qualcomm, der sorgt auch dafür, dass zum Beispiel die Latenz jetzt nicht so groß ist. So, ich habe jetzt ein bisschen über die Stormbox Pro ein bisschen was gehört und ich bin tatsächlich positiv überrascht. Also für diese Kompaktheit
ist der Sound einfach, sage ich mal, groß. Es ist wirklich, man hört tatsächlich aus Liedern echt viel heraus. Es wirkt nicht so, als wäre das so, naja, kompakt alles zusammengequetscht worden. Trotzdem, vor allem durch das Design, 360 Grad merkt man wirklich. Und man hört vor allem die Tiefen, erst recht, wenn man diesen X-Bass-Modus dazu schaltet, merkt man, die Tiefen kommen sehr, sehr stark raus. Wenn man den deaktiviert, dann sind aber auch die Mitten und Höhen schon wirklich differenziert. Also man hört ganz klar raus, okay, was sind jetzt die Höhen im Lied, was sind die Mitten im Lied, was sind die Tiefen im Lied. Normalerweise wird das ja alles zusammengequetscht, sage ich mal so. Und deswegen geraten einige Musikinstrumente vielleicht in den Hintergrund oder man hört sie einfach gar nicht. Hier ist es nicht so. Man hört echt viel von Liedern und da bin ich wirklich positiv überrascht. Aber das ist tatsächlich nur mein erster Eindruck. Ich werde die Box jetzt so gut es geht testen und mich dann relativ bald mit einem Testbericht wieder melden. Hier und auf techniknews.net, denn auch dieses Produkt wird wieder für techniknews.net getestet. Link dazu ist wie immer wieder in der Videobeschreibung. Aber das war's vom Unboxing, Einrichten und ersten Eindruck der Stormbox Pro. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.